Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed 3, Folge 11. It must be hers. Die mysteriöse Frau finden. Seems she took to higher ground. Out of the snow and into the trees. Ah, hier gehen die Spuren weiter. Die Spuren der mysteriösen Frau. Da ist er auch schon. Wait here. Braddock Charles, before he grows suspicious. I can handle things from here. But sir! But nothing! Go! Stop running! I only wish to talk! I am not your enemy! Please just hear me out! Gods, woman! Only let me speak! Enough with these games! You try my patience, woman. Are you touched in the head? Me, Haytham. I come in peace. Why are you speaking so slow? Sorry. What do you want? Well, your name, for one. I'm Gadzidzio. Pleased to meet you. Gadzidzi. Just call me Zio. Dio. Zio. Dio. Well, tell me why it is you're here. Where did you get this? From an old friend. I've only seen such markings in one other place. Where? Well, it is forbidden for me to speak of it. I saved your people. Does this mean nothing to you? Look, I am not the enemy. Close to here, there is a hill. Meet me there, and we'll see if you speak the truth. Okay. Mit Candietto reden. That town hosts soldiers who seek to drive my people from these lands. They're led by a man known as the Bulldog. Edward Braddock. You know him? He's no friend of mine. Every day, more of my people are lost to men like him. Then I suggest we put a stop to it. Together.
What do you propose? That we kill Edward Braddock. But first, we have to find him. Jo. Edward Braddock aufspüren, ne? Brad Maddox. Ups. I don't trust you. I know. Yet you remain. But I might prove you wrong. It will not happen. So you say. So I know. Yet, I remain. Canito, geboren 1731. Canito war Mitglied des Volkes der Kaningenkeaka, das zur Zeit des Siebenjährigen Krieges im Grenzland bei Boston lebte. Aufzeichnungen der Assassinen geben an, dass sie die Tochter der Lokiana oder Clanmutter war und schon sehr früh selbst auf die Führungsrolle vorbereitet wurde. Während vielen ihrer Gemeinschaft die Übergriffe der Kolonisten auf das Gebiet und die wachsenden Spannungen zwischen den Franzosen und den Briten ignorierten, war Canito überzeugt, dass sie eine sehr reale Gefahr darstellten. Sie erklärte jedem, der zuhören wollte, dass das Dorf etwas unternehmen sollte, statt stillzuhalten. Damit stellte sie sich dem damaligen Willen der Clanhäuptlinge entgegen. Sie widersetzte sich deren Anweisungen, neutral zu bleiben, und entschied sich auf ihre eigene Art zurückzuschlagen, indem sie überall dort Hilfe rekrutierte, wo sie auch bekommen konnte, auch von Hafen Kenway. So, Edward Braddock ausspüren. Concord. Dies war das eigentliche Ziel der Soldaten, als sie am Tag der Gefechte von Lexington und Concord aus Boston aufbrechen. In der Stadt selbst fanden sie Kanonen, Mehl, Essensvorräte und Musketenkugeln. Sie zerstörten die Kanonen, warfen den Rest in einen nahen Müllteich. Nicht gerade clever, denn die Anwohner konnten später fast als wieder Unversehrte herausfischen. In ihrem Eifer setzten die Soldaten versehentlich das örtliche Versammlungshaus in Brand, Komfort und halfen dann gleich das Feuer wieder zu löschen. Doch die Bürgerwehr sah den Rauch und nahm an, sie hatten die Stadt in Flammen gesteckt, also marschierten sie los und öffneten den Kampf gegen die Soldaten. Nahe der Nordbrücke vor der Stadt ein Verwechslungsspiel also, bei dem es aber wenig zu lachen gab. Der Kampf an der Nordbrücke wurde durch das Gefecht Concord Team, das Dichters Ralph Waldo Emerson unsterblich. Emerson selbst lebte in den 1830er Jahren in Concord, daher war er wohl nicht ganz unparteiisch. Er spricht von dem Kampf an der Nordbrücke als einem Schuss, der um die ganze Welt gehört wurde. Eine leichte Übertreibung, da die ersten Kriegsschüsse bereits Stunden vorher bei Lexington abgegeben wurden. Vielleicht hat er dann noch etwas geschlafen, da du weißt ja, wie Dichter sind. The Wait Tavern. A Mohawkman is likely to raise suspicions, if not muskets. This is hardly the first time I've been amongst your people. I can handle myself. I hope so. Information sammeln. I hear tell the French are readying to move on our positions. Tja, das war ein krippiger Mädel. Stand being quartered there. The endless crashing of the waves. The sting of the salt in my eyes. And the goddamn gulls shrieking and shitting everywhere. You're sure that's where we're going? Aye. The Bulldog's putting together another expedition. Well, that's what they're calling them now. Expeditions. Aye. Smart, too. Slap a fancy name on something and all evil is excused. So, noch das zweite. Diesmal aber vorsichtiger. You will make me advise for tonight. Geht ja gar nicht, soll ich mich dahin? Ja.
field split. I hear tell the French are readying to move on our positions. Achso, okay. Wonder what Braddock intends to do about it. He's already left for the advance camp. I'll wager our little holiday here is just about ended. We'll be marching south before week's end. Die Taverne verlassen. Oi! Where are you going, Cully? Me? No, the other cock, Robin. Well, I was leaving. Oh? And now? Well, now... I'm going to feed you your teeth. And you were worried I was going to be the problem? Durch den Tisch. DDT. Braddock's camp when you're ready. Nicht überzeugt. Mission beendet. Warum hat er... In Häselchen. Bei Tränen ist ja schon wieder Streismut. Einfach unter die Katze an.
Scott. Scotch Plains. Der Teufel steckt im Detail. Use the snowstorm to mask your approach. Having second thoughts? Hardly. But I'll have to approach this carefully. Go on then. I'll keep watch from here. Das war's für diese Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.